So, guten Morgen. Morgen. Aus Ingolstadt vom Donaumarathon, den wandern wir heute. Und ja, die erste Kontrollstelle haben wir schon hinter uns. Und der Holger hat auch die Männergrippe hinter sich. Jawohl. Ich war eine ganze Woche lang flach gelegen. Da bin ich gespannt, wie das heute wird für mich. Weil ich habe mich in der Woche überhaupt nicht bewegt. Aber gut, schauen wir mal, ne? Ich war wenigstens schwimmen. Siehst du das? Die Christa wieder total fit, ne? So, also gut, wir melden uns, ne? Wenn es was Neues gibt. So Leute, wir haben jetzt mittlerweile so Kilometer 8 rum. Das Wetter meint es echt gut mit uns. Es klärt sich sogar auf jetzt. Also das Nieseln aufgehört. Ja, und es könnte sogar sein, dass wirklich noch Sonne kommt. Also ich bin da echt gespannt. Okay, Leute, und wir sind jetzt hier in einem Gebiet, nennt man Schwarzer Weg, glaube ich, oder so. Ne? Und das ist eine der ältesten Parkanlagen in Ingolstadt. Auf zur Selbstkontrolle. Hier gibt es eine Do-It-Yourself-Kontrollstelle. Das ist wieder so geregelt, wie ähnlich wie in Haspelmoor, dass es eben diese Kontrollstellen gibt, wo man dann entweder einen Stempel bekommt oder so wie jetzt hier, wo man ein Löchlein hineinstanzt. Ja, also wie so oft sind Christa und ich total unvorbereitet in diese Tour gegangen und deshalb dachte ich, ich spreche hier noch etwas aus dem Off ein, wenn wir an interessanten historischen Stellen vorbeigekommen sind. So, und diese Mauern, an denen wir da gerade vorbeilaufen, das sind alles Teile des Brückenkopfes der Bayerischen Landesfestung, die sich hier in Ingolstadt befindet. Die heutige Altstadt, die befindet sich praktisch komplett von Mauern umgeben an einer Seite. Und dann fließt die Donau vorbei. Und um jetzt die Festung donauseitig verteidigen zu können, hat man am anderen Ufer eben einen Brückenkopf gebaut. Und der Herzstück dieses Brückenkopfes ist so eine Kleinzitadelle, der Reduit Chili, und die beiden Flankentürme Triva und Bauer. Ja, wir laufen jetzt eben gleich am Flankenturm Triva vorbei, der heute das Bayerische Polizeimuseum beherbergt. Und danach geht es dann über die Donau in die Altstadt. Leute, jetzt ist gerade die Sonne rausgekommen und das Feeling ist gerade so richtig geil. Wir sind hier am Markt in Ingolstadt und es ist einfach nur geil. Christa, dreh dich mal mit mir. Jawohl. Und jetzt laufen wir auch schon weiter. Wir wollten halt dieses Feeling mal kurz aufnehmen. Sehr, sehr geil. Ja, und hier nochmal ein paar Infos aus dem Off. Und zwar laufen wir jetzt gleich durch das Portal des Neuen Schlosses, welches um 1430 gebaut wurde. Immerhin, es gehört damit zu den bedeutendsten Profanbauten des 15. Jahrhunderts. Und es liegt innerhalb der Stadtmauern Ingolstadts und die Gegend um das Schloss, die entwickelte sich über die Jahrhunderte zu einem belebten Ort in der Stadt mit zahlreichen Veranstaltungen und Festen. Immer weiter. So, etwa 12 Kilometer haben wir jetzt und wir sind jetzt hier an einer Kontrollstelle mit Pausenpunkt. Es gibt jetzt erstmal einen gescheiten Kaffee. Also Leute, das war jetzt eine richtig coole Pause hier. Richtig cool. Ja, sowohl landschaftlich als auch vom Feeling her. Jeder von uns hat jetzt einen Kaffee, wir sind jetzt wieder voll auf Touren. Aber die Musik war ganz schön laut. Die Musik war ein wenig laut. Ui. Hier sind auch ein paar Gänse und so weiter. Also jedenfalls alles super. Und jetzt geht's wieder weiter. Bei Kilometer 13 sind wir jetzt. Und bisher war das eben eine Stadttour.
und wir haben wirklich schon viele historische Gebäude und so weiter gesehen. Da muss ich mal daheim gucken, ob ich da nicht noch im Nachhinein was aus dem Off reinsprechen kann. Denn da gab es schon wirklich ein paar interessante Sachen. Also wir können auf jeden Fall schon jetzt sagen, dass das genauso mit viel Liebe gemacht ist, genau wie wir das auch in Haspelmoor erlebt haben. Was mir jetzt gerade einfällt ist, Leute, ich habe das Thema in dem Community-Tab schon mal angesprochen. Unsere Audiodeskriptionen. Bisher haben wir immer einen extra Film produziert mit einer Audiodeskription. Wir haben jetzt aber den Dienst U-Describe ausprobiert und damit ist es viel einfacher, Audiodeskriptionen zu machen, weil es dafür ein fertiges Tool gibt, wo man dann praktisch diese dritte Audiospur extra einsprechen kann. Und so wird es jetzt in Zukunft unsere Audiodeskriptionen immer auf udescribe.org geben. Der kleine Unterschied zu vorher ist, bisher haben wir immer die Audiodeskription gleichzeitig released mit dem Normalfilm, sage ich jetzt mal. Das Video muss erst existieren, bevor man die Audiodeskription auf udescribe machen kann. Deswegen releasen wir jetzt immer an ganz normal den YouTube-Film und ich sag mal, einen Tag später oder ein paar Stunden später gibt es dann auf udescribe die Audiodeskription und wir fügen einen generischen Link ein, der bei udescribe dann alle unsere Filme anzeigt, die verfügbar sind. Jawohl, wollte ich jetzt hier nochmal erwähnen, so machen wir das jetzt in Zukunft, Leute, okay? So, und wenn wir schon dabei sind, ist jetzt so, wenn wir die Audiodeskriptionen über udescribe machen, dann sparen wir damit Zeit. Und diese Zeit, die nutzen wir jetzt, um unsere Videoqualität an anderer Stelle zu verbessern, nämlich bei den Subtitles, bei den Untertiteln. Denn bisher haben wir gar keine Untertitel, wir haben immer nur automatisch erzeugte Untertitel. Aber tatsächlich sehe ich in unseren Statistiken, dass 15% unserer Views mit Untertiteln laufen. Und deswegen wird es ab jetzt immer handmade, also selbstgemachte Untertitel geben. Gescheite deutsche Untertitel. Und tatsächlich ist so, dass wir auch ein internationales Feedback bekommen haben. Da hat sich jemand gewünscht, dass wir eben englische Subtitles hätten und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Mit den kommenden Video werden wir also handgemachte deutsche und englische Untertitel haben und wir wollen mal schauen, wie das ankommt. So von der Produktionszeit her ist das ungefähr das, was wir uns jetzt sparen mit der Audiodeskription über udescribe. So, es müsste also klappen. Schauen wir mal, ne? Natürlich haben wir wieder ein paar Leute getroffen, ne? Also Grüße gehen raus an die Steffi, die haben wir ganz kurz gesehen, und den Wolfgang und die Martina und die Nicole. Gerade eben sind wir von zwei Männern angesprochen worden. Die haben gesagt, den Aufnäher kennen wir doch. Habe ich gefragt, woher? Und sie gesagt, von der Haspelmoor-Wanderung. Ja. Ich bin auch von der Haspelmoor-Wanderung gewesen. Naja, ist ja klar, ne? Die treffen sich da untereinander. Ja, bei der Gelegenheit wollen wir gleich mal wieder alle neuen Abonnenten bei uns am Kanal begrüßen. Servus. Und
Wir haben uns schon was ausgedacht. Sollten wir jemals die 100 Abonnenten erreichen, haben wir uns schon so eine kleine Spezialaktion ausgedacht. Das wird cool. Da sind wir gerade so ein bisschen auch am Planen. So, jetzt sind wir hier bei der zweiten größeren Kontrollstelle nach Kilometer 23. Da raus geht's, glaube ich, wieder. Ah ja. Und dann geht's da so links weg. Aber ganz sicher bin ich nicht. Aber die Leute laufen nach da. Ja. Herr Christa, was ist denn das für Zeug wieder? Was hast du denn da gemacht? Energiebällchen, willst du auch eins? Sag mal, Christa, ne? Das war gar nicht so schlecht, diese Bällchen da, ne? Ja. Was hast du denn da wieder gemacht für Zeug, ja? Also. Energiebällchen, los geht's! Zuerst braucht ihr 200 Gramm Haferflocken. So. 88 Gramm. 183 Gramm. 201 Gramm. Hilf! Als nächstes kommen 50 Gramm Naturjoghurt. 60 Gramm Honig kommen dann noch mit rein. 125 Milliliter Milch. Jetzt kommen noch 2 Löffel Sesam rein. Habe ich nicht und ich will Reste verwerten, weil ich will ja meine Ernährung umstellen. Deswegen müssen die Schokostreusel weg. Und dann wird das alles zu einem festen Teich gemacht. Und daraus werden dann Kugeln geformt. So, und jetzt kommen diese hübschen Bällchen in den Kühlschrank und da werden sie dann hart. Sie sind hart, werde ich nicht schmecken. Und das war's. Christa, alles klar? Hey? Ja, alles klar bei dir? Ja, warum? Ah, okay. Hier ist das Bauerngerätemuseum und wenn man Teilnehmer ist bei dieser Wanderung, hat man da freien Eintritt. Aber jetzt geht es erstmal zu einer Kontrollstelle. Endlich geht es jetzt mal durch Wald, Leute. Sehr schön. Wunderbar. Wenn man einfach mal so eine Änderung des Bioms hat. So, also schon bei unserer letzten Tour in Erlangen, da haben wir festgestellt, dass die Christa mittlerweile eine ganz andere Leistungskurve hat. Also bei früheren Touren, da ist die Christa oft von hoch zu tief gelaufen und dann wieder zurück und von Kaffee zu Kaffee und von Zucker zu Zucker. Und die Christa hat jetzt ihre Ernährung so ein bisschen umgestellt, ne? Und seither klappt es auch besser und wir merken das heute ganz besonders. Ja, also schon in Erlangen haben wir das gemerkt, aber wir merken es hier auch
Die Christa kein hat Tiefkopf. Richtig, es gibt keine so ein, es gibt keinen so wie soll ich sagen, so ein Tief, wo die Christa der Verzweiflung sich nähert, wie auch damals zum Beispiel beim Megamarsch in Nürnberg, ne? Da gab es das ja auch, ne? Öfter. Und das konnten wir wirklich verbessern, also top, klasse. Sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung. Jetzt haben wir noch 6 Kilometer, ne? Und die hauen wir jetzt auch noch durch, weißt schon, ne? Mit den Powerbällchen halt, ne? Sag mal. Super Zeug. Aber ich muss schon sagen, mein Bar und mein Bobbers, die ziehen voll schon ganz schön, ne? Die Bar und der Bobbers. Aber wenn ich ehrlich bin, dann fühlt man wenigstens, dass man ein wenig was gemacht hat. Jawohl, ne? Alles klar, hey. So, wir haben uns ein paar Mal verlaufen, deswegen sind es ein wenig mehr als 42, aber wir sind jetzt so 50 Meter vor dem Ziel. Wunderbar. Oh, Leute. Ich hab mir diesmal Blasen, glaub man, jedem Fußball in einen. Ja, aber das hängt vielleicht mit Steinen zusammen, die im Fuß waren. Müssen wir alles noch analysieren. Ja. Und ansonsten, Leute, ne, geht raus, das ist gesund. Ne? Macht's gut. Wir haben wieder mal einen Marsch gemacht. Sehr schön war's hier. Und es war auch alles mit Liebe wieder gemacht. Wunderbar. Ja. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Trip. Ne? Tschüss. Ja.